Hey und hallo auf meinem Kanal. Heute mal wieder ein neuer Quick-Tipp für Darktable. Vielleicht kennst du das Problem ja. Du bearbeitest oder entwickelst dein Foto, du passt die Belichtung an, gehst jetzt in ein anderes Modul, arbeitest da mit der Werte und stellst fest, oh, das mit der Belichtung passt nicht. Also nochmal zurück, nochmal etwas anpasse. Dann arbeitest du weiter, meinetwegen hier im Kontrast, stellst fest, ah, das mit der Belichtung war doch noch nicht richtig. Nochmal zurück in die Belichtung und wieder am Regler drehen und so weiter. Also immer dieser Wechsel wieder zurück in das Belichtungsmodul. Und Abhilfe schafft hier ein Kurzbefehl, beziehungsweise das Setzen von einem Kurzbefehl in den Darktable Voreinstellungen. Gehst du auf Kurzbefehle, Bearbeitungsmodule, Belichtung, ein Doppelklick drauf und bei mir ist es jetzt E und Scroller, dann trägt er das ein. Du kannst da jede andere Tastenkombination nehmen. Ich wollte ursprünglich B nehmen, aber das war schon belegt. Also E für Exposure und dann machen wir das wieder zu. Und wenn man jetzt eben wieder die Voreinstellung schließt und mal ins Belichtungsmodul reingeht und mal die Taste E drückt und am Scrollrad dreht, dann sieht man zum einen, dass sich die Belichtung hier ändert, zum anderen erscheint hier oben dann auch die Belichtungsanzeige. Die ist identisch mit der Werte, die hier stehen. Und interessant wird es jetzt, wenn man zum Beispiel in Filmic geht. Ich drücke E und scrolle und kann so die Belichtung ändern in jedem Modul. Ja. Ich muss dazu also nicht mehr in das Belichtungsmodul. Ich kann wirklich in jedem Modul die Belichtung eben ändern. Also hier auch im Kontrast-Equalizer schalten wir den mal an. Ändern wir hier einfach mal ein bisschen was. Und jetzt stelle ich fest, oh, die Belichtung passt nicht. Ja, ich mache das ganze Ding etwas dunkler. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Lass gern auch einen Kommentar dazu da, ob dir das hilft, ob dir solche Quick-Tipps was bringen. Ansonsten würde ich mich einfach freuen, wenn wir uns hier auf dem Kanal wiedersehen. In diesem Sinn wünsche ich dir eine gute Zeit, weiterhin viel Spaß mit Darktable und bei deiner Fotografie. Sonnige Grüße und tschüss.